Was auch endlich funktioniert, ist die automatische Erstellung eines Pre-Save-Links. Den findest du hier. Da musst du einfach nur den Haken reinmachen. Und sobald das Produkt von uns bestätigt wurde, dann wird ein Pre-Save-Link erstellt. Es ist noch ganz leicht verbuggt und macht manchmal Fehler, aber in der Regel oder größtenteils funktioniert es dann auch. Die Erstellung sieht dann so aus, dass der Link des Pre-Saves in deinem Produkt angezeigt wird. Ich zeige dir mal, wie das aussieht. So, hier das Beispiel von Vivian Gold und Paradiesvögel. Und hier siehst du jetzt den Pre-Save-Link und wenn du darauf klickst, dann öffnet sich ganz einfach die Pre-Save-Seite. Amazon kommt hier noch automatisch hinzu. Es sind nur Spotify, Apple Music, Deezer und Amazon. Amazon kommt immer ein bisschen versetzt, aber so sieht das Ganze aus. Und ja, den Link, den kannst du dann ganz easy überall auf deinen sozialen Medien oder sonst wo teilen. Bloß nicht vergessen, dieses Häkchen reinzumachen, denn wenn du es vergisst, wird der Link nicht erstellt. Du kannst zwar bei uns im Support nachfragen, aber wenn die Anfrage zu hoch ist, weil du oder andere das vergessen haben, dann erstellen wir das nicht und dann ist das leider einfach Pech. Deswegen einfach dran denken, hier den Haken reinzumachen.